Und es kommt die nächste Tür. Was könnte hinter dieser Tür sein? Das Spielzeugland ist es, genau. Eine meiner Lieblingsstages, auch wegen der Musik. Ich bleib jetzt mal ganz ruhig, damit wir diesmal wenigstens was davon haben. So, das war's. Mit dem ersten Loop. Oh nein. Müssen wir nochmal diese blöden Nussknacker töten? Oder nicht töten, wir töten ja in so einem Spiel nicht wir. Naja, was ist es dann, wenn irgendwelche Geschöpfe auf einmal, ich weiß nicht, würdet ihr sagen, es ist explodieren, in Sterne aufgehen? Töten wir sie dann nicht? Ah ja, Computerspiele machen gewalttätig und einen jeden zum Mörder, das wissen wir ja alle. Aus den Medien. Okay. Ich bin jetzt kein großer Freund, irgendwie den Gegnern tolle Namen oder so zu geben. Also ich meine, ein Nussknacker ist ein Nussknacker und ein blödes fliegendes Schiff mit einem Grinsegesicht ist eben ein blödes Schiff mit einem Grinsegesicht. Genauso wie das Jack in the Box ist. Oder wie heißt es auf Deutsch? Boxenteufel? Also früher habe ich da immer Joker gesagt, aber ich glaube nicht, dass das der gedachte Name dafür ist. Und, ach Mist. Ah, leider hat es nicht gereicht. Wir könnten jetzt nochmal, machen wir das schnell, holen wir uns kurz einen Gegner nochmal. Die respawnen ja relativ zügig. Wenn auch nicht so schlimm wie, ach nee, nicht schon wieder. Nicht so schlimm wie im Nintendo, weil Nintendo da, gerade Mega Man und so, da muss man ja, darf man nicht einmal nach rechts gehen, sonst sind immer gleich die Gegner wieder da. Hat mich damals echt genervt, muss ich sagen. Ich hatte, wie gesagt, Nintendo, hab aber relativ wenig Erinnerungen dran und die Erinnerungen, die ich dran hab, sind größtenteils von Mario und sogar, ich hatte sogar Mega Man 3 war es, glaube ich, wenn ich nicht irre. Leider hatte ich den ersten Teil nicht. Ich wollte immer den ersten Teil, aber ganz ehrlich, nachdem ich jetzt so viele Mega Man Let's Plays gesehen habe, dazu werdet ihr mir nicht kriegen, das ist mir echt zu anstrengend. Ich hab doch lieber meine Schwierigkeit etwas gesettelt. Ich finde es gut, dass man in Mega Man unendlich Continues hat und dann immer anfangen kann. Das hat man hier zum Beispiel nicht. Weshalb ich wahrscheinlich auch nach 3 Levels mal ein Safe State mache, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber das Spiel an sich ist halt furchtbar schwer. Und apropos Nintendo, ich habe vor kurzem auch ganz tolle Spiele wieder während des Games Done Quick oder Awesome Games Done Quick Marathon gesehen. Falls ihr den nicht kennt, müsst ihr jetzt unbedingt auf Twitch wechseln und euch das angucken. Also nicht dieses Video angucken, weil das Video ist blöde im Vergleich zu Awesome Games Done Quick. Also ganz tolle Games, auch richtig, richtig verschickte und ich liebe verschickte Sachen. Ich habe damals Fight Club geliebt, als es 1999 rausgekommen ist. Genauso der erste Matrix-Teil und alles, was nur irgendwie verschickt war, super. Und die Krönung alles Verschickten, dazu muss ich jetzt mal kurz Mickey tanzen lassen, ist Waking Life, der Film Waking Life. Wenn ihr euch mal wirklich etwas total Verschicktes anschauen wollt, sucht den Film Waking Life raus und genießt ihn. Und jetzt geht's runter hier. So, der letzte Sprung muss ich kriegen, weil dann gibt's ganz, ganz viele Punkte. Ach, nicht ganz. Aber das war auch noch nicht der letzte. Das wäre der letzte gewesen. Jetzt versuchen wir es nochmal ganz kurz, ein bisschen Speed aufzunehmen. Und ich hab's. Sehr schön, sehr schön. 65.000 Punkte. Punkte sind auch relativ wichtig, weil es dafür immer Leben gibt. Und das braucht man, wie gesagt, finde ich, in diesem Spiel. Natürlich, ich spiele das jetzt nicht in irgendeiner super guten Variante. Also so wie, so wie es ein Speedrunner oder so jemand spielen wird. Aber dann macht es ja auch keinen Spaß. Ich will, wie gesagt, Spaß haben bei der ganzen Sache. Was wären denn Spiele ohne Spaß? Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass Speedruns sehr viel Spaß machen können. Gerade so
Speedruns, die jetzt nicht darauf ausgelegt sind, dass man, wie zum Beispiel in Mario, gleich alle Stages hinter sich lässt durch die Warp Zones, sondern wirklich ein 100% Speedrun. Das kann ich gut verstehen. Und wenn es dann heißt Speedrun mit Glitches, bin ich nicht ganz der Freund von. Ich finde es okay, wenn man ein TAS, also ein Technical Assisted Speedrun macht und dazu dann Glitches ausnutzt, weil darum geht's letztlich auch bei solchen Dingern, denke ich mir. Bei diesen Programmen, die dann eben diese Steuerungsbefehle ganz genau aufzeigen, damit die Glitches auch nicht schief gehen können. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand einen Speedrun auf Twitch macht von irgendeinem Super Nintendo Spiel oder auch einem modernen Spiel und dann einfach zum Beispiel 2 Minuten braucht, um einen bestimmten Glitch auszuführen, das finde ich echt nicht interessant. Wie gesagt, alles Geschmackssache, aber naja. Es hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil viele Speedrunner bei diesen Awesome Games dann Quick Marathon haben halt auch diese glitchy-mäßige Auffassung des Speedruns gehabt und naja. Geschmackssache. Zum Beispiel, da gab es ein Let's Play von Secret of Mana. Auch eins meiner Lieblingsspiele, aber ganz ehrlich, mit Secret of Mana will ich gar nicht erst anfangen, was ich da an Kindheitserinnerungen habe. Und auf jeden Fall, der hat einen Glitch gemacht, der einen, ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt, es gibt doch diesen Dungeon, wo man gegen seine eigenen Klone kämpfen muss. Und eben davor muss man 3 verschiedene Dungeons, ich nenne es mal Dungeons, auch wenn es in Secret of Mana weniger Dungeons sind, durchspielen, und das fand ich echt nicht lustig. Also er hat 3 geskippt. Das war... ist jetzt auch egal. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es euch angucken. Jetzt will ich lieber ein bisschen was zu dem tollen Level sagen, weil ihr seht schon, diese Pfeile hier lassen uns alles etwas kopfüber sehen. Nicht ganz so einfach, aber... auf jeden Fall eine super lustige Idee. Und das Tolle daran ist auch, soweit ich mich erinnern kann, gibt es das nur ein einziges Mal im Spiel. Und ich liebe solche Sachen, die wirklich nur einmal im Spiel vorkommen. Im Vergleich zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel? Naja, also ich muss sagen, so ähnlich wie in Assassin's Creed 1, wenn immer die gleichen Arten der Minimissionen kommen. Nicht, dass ich Assassin's Creed 1 schlecht finde. Ich finde es unglaublicherweise sogar den besten Teil der Serie, weil mir irgendwie das Setting besser gefällt als Renaissance, Amerika oder auch diese Piratenschau. Wobei ich zugeben muss, ich habe das Piraten Assassin's Creed auch noch nicht gespielt. Aber eben immer diese Wiederholung in Teil 1, die war schon relativ nervig, möchte ich sagen. Hier geht's, glaube ich, hoch oben entlang. Ja, richtig. Die Bälle brauche ich nicht wirklich. Ich habe ja mehr als genug Leben. Und wir sind beim nächsten Boss. Und diese Bossmusik, ich muss kurz ruhig bleiben. Nein, ich versuche nicht nochmal dazu zu singen. Und auch wieder ganz einfach. Man kann einfach links stehen bleiben und der Boss ist kein großes Ding. So. Aber ich versuche es ein bisschen spannend zu halten. Also werde ich mich ein bisschen mehr bewegen. Ich habe 5 Leben. Also ich glaube kaum, dass er mich jetzt umbringen kann. Da. Wenn euch mein Gesumme oder Getralala immer nervt, macht einfach Mute. Also ich glaube, wenn ich anfange von der Musik zu reden, dann werde ich automatisch irgendwie dazu übergehen, mit zu summen, mit zu singen oder was auch immer. So, noch einmal. Fertig. Sehr schön. Und der nächste Edelstein. Das ist der orangene Edelstein. Du hast immer noch einen langen Weg vor dir, um Mini zu retten. Und der Highscore. Ich hoffe, wir kriegen wieder ein Leben. Hören wir mal genau hin. Ah, doch. Wir haben ganz am Schluss doch noch ein Leben gekriegt.